Ein herzliches Moin Moin, willkommen zurück bei Das Talk und heute habe ich den Christopher bei mir zu Besuch von Spielabend. Moin Moin, hallo Flo und schön, dass ich da sein darf. Immer wieder gerne, das weißt du doch, ne? Danke. Wir müssen hier gleich, glaube ich, zu Anfang gleich das Eis brechen und sagen den werten Zuschauern, Christopher und ich kennen uns aus dem realen Leben abseits von der Gemeinschaft der YouTuber. Das ist vollkommen richtig. Und die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, werden wir auch noch mal gleich zum Besten bringen. Aber erst einmal grundsätzlich, worum geht es hier heute? Ja, wie es oft bei mir ist, ich rede gerne über andere Projekte, nicht nur über mich selbst. Ich lenke gerne das Licht auf andere. Du kennst mich. Und Das mache ich auch möchte, beim Spielleiten gerne. ja, mache ich gern, ich weiß. Und möchte heute so ein bisschen mit dir über deinen Kanal und dein Projekt reden, was du da gerade gestartet hast. Natürlich so vorher die standardmäßigen Fragen, die ich in allen Videos bei mir aktuell mache, so wie bist du zum Rollenspiel gekommen, was sind so Systeme, die du spielst, sehr gerne spielst, aber vielleicht auch mal so zu hören, gab es auch mal so schlechte Erfahrungen mit Rollenspiel, die du gemacht hast, wo du sagen würdest, boah, Himmel, das hat mir ein bisschen das Rollenspiel ein bisschen in dem Tag auf jeden Fall verhagelt, so nach dem Motto. Also nicht so extrem, wenn du nichts hast, aber. Oh, doch. Ich ratter bereits gerade, was mir da so einfällt zu dem letztgenannten Punkt, aber ja, leider, ja. Da Ja, gibt es Stories. ich bin immer ganz froh, wenn Leute sagen, ich habe gar keine schlechte Erfahrung gemacht. Dann denke ich jedes Mal, bin nur ich das? Dass ich denke, so habe ich nur irgendwann mal richtig Konflikte oder irgendwas da erlebt. Aber nein, zum Glück gibt es andere Leute, jetzt nicht nur dich als Beispiel, sondern auch andere, mit denen ich schon geredet habe, die gesagt haben, ja, das war so eine Erfahrung, die musste ich nicht haben. Im Spiel leiten, ein Mitspieler, Kommunikationsprobleme, so in der Richtung. Ja, mir sind auch schon ein paar Sachen eingefallen. Ja, Gott sei Dank aktuell. auch zu den positiven Seiten. Ja, das ist das Wichtigste, ne? Hauptsache, das Positivste steht da im Vordergrund und darüber können wir dann wenigstens reden. Und ja, fangen wir doch einfach mal direkt noch damit an oder erwähnen noch mal nebenbei den werten Christopher kann man bei mir auch aktuell in einer Spielrunde sehen. Und zwar bei den Eisenmännern in Game of Thrones. Wir blicken aufs Meer. Wen Wo spielst ich du da den, nochmal genau? dort spiele ich den sympathischen, freundlichen, wie man auch schon am Namen nachher heraushören wird, Charakter des Lorcan Blutschädel. Einen 52-jährigen, wettergegerbten Veteran vieler Raubzüge und Marschall des Hauses. Genau. Das Ganze spielt jetzt für die Leute, die so ein bisschen Game of Thrones Ahnung haben, das spielt in der Vergangenheit 3000 Jahre ungefähr vor dem, was in der Serie passiert, also sehr weit in der Vergangenheit. Von daher, also wir brauchen jetzt nicht hoffen, dass da Charaktere auftauchen aus der Serie, aber die Geschichte ist schon, also die. Ah, ich liebe Ich es. bin zufrieden als Spieler. Ich bin happy zufrieden. Und ich bin froh, dass es nicht 6000 Jahre in der Vergangenheit ist und wir nicht mit den White Walkern Probleme haben, die lange Nacht schon vorbei ist. Also wir sind gerade endlich in der angenehmsten Zeitphase. Es gibt auch keine Targaryens und es gibt keine White Walkers mehr. Das ist eigentlich ein Erholungsurlaub. Genau. Ist auch so die Hochzeit der Eisenmänner gewesen, ne? Also die Könige auch von Salz und Stein waren da mit am mächtigsten. Abgesehen von diesem kleinen Intermezzo mit Harrenhal. Es kommt ja noch ein bisschen später wieder, ne? Aber ist ja auch mal, Stimmt. Bisschen. Und endet auch ein bisschen crispy. ja, sehr crispy. Ein bisschen melt. So. Im Römertopf gegart. Nebenbei, ich habe die aktuelle Serie angefangen zu gucken. Ich weiß noch nicht, ob du das Vergnügen hattest. Ich habe die erste Folge von House of the Dragon gesehen. Ja. Sehr schön. Gleich am Anfang gab es ja kurze Spoiler, man sah Harrenhal. Und ich finde die Darstellung einfach jedes Mal haben. Und dieses Mal richtig gut, weil man einfach das Gefühl hatte, das Ding ist riesig und es ist von Drachenfeuer zerstört worden. Ja, sie haben die große Halle wirklich schön aufbereitet und ich glaube, das ist natürlich kein Spoiler. Es ist in den ersten 30 Sekunden des Prologes, ich glaube noch vor dem Titelscore. Ich fand auch, sie haben vom Casting her das sehr gut gemacht. Also, sie haben ja kurz Jaehaerys the Conciliator gezeigt mit seinem, ne, und ich muss zugeben, der hat nicht den ganz so langen Rauschebart, wie man ihn in Artwork sonst sieht, aber ich fand ihn gut gecastet. Und generell fand ich den Cast sehr überzeugend. Auch wenn ich immer noch damit mich schwanger trage, dass Matt Smith statt eines Sonic Screwdrivers Dark Sister zieht. Ja. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Sonic Screwdriver ist, guckt Doctor Who. Ich wollte gerade sagen.
Das ist ja so gesehen die Serie, durch die er berühmt geworden ist, glaube ich. Ne? Aber ich finde ihn als Schauspieler und vor allem als die Figur, die er verkörpert, einfach richtig genial. Weil wenn man die erste Folge gesehen hat, weiß man, was das für ein Charakter ist und wo, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich bin ganz ehrlich, ich war ja skeptisch, als es angekündigt wurde. Ich hatte mich mehr auf der eine Ring gefreut. Aktuell ist es einfach so, der eine Ring macht mir mehr Sorgen und Game of Thrones ist ein wirklich, also der Start, fulminant, ein würdiges Prequel bis zu diesem Zeitpunkt. Also für die, die zuschauen, das sehe ich genauso wie du, Flo. Tatsächlich, ich habe eigentlich ein einziges Hauptproblem, als ich den Trailer zu Der eine Ring gesehen hatte, und das war: Galadriel ist mächtig. Ja, aber Galadriel ist nicht Action Hero Barbie. Ja, gehe ich genauso mit dir konform. Und ich habe für mich noch einen Punkt gefunden, wo ich sage, Vogue. Ne? Das ist, ich weiß, es ist ein heißes Pflaster, ich werde es auch nicht weiter hier erörtern, aber Vogue and Broke, ne? Ich sag mal so, die Intention ist ja gut. Ja, Das muss man ja absolut. auch mal dazu sagen. Das ist tatsächlich eine gute Intention. Aber manchmal sind leider gut gemacht und Gut gut gemeint gemeint. in verschiedenen Bereichen. Das mit den, was Sie sagen, wir versucht haben zu modernisieren, was die Diversity angeht. Okay. Ich meine, letzten Endes, wenn die Schauspieler gut sind, bin ich auch da voll bei. Man wird es tatsächlich im Endergebnis sehen müssen. Allerdings gebe ich zu, was mich wirklich hart ärgert, ist, wenn sie Charaktere so, ja, umdrehen zu etwas, was sie nicht sind. Und Galadriel in einer Rüstung mit Schwert zu sehen, war in etwa so passend wie, keine Ahnung, Jason Bourne während einer Action-Szene Plätzchen backen zu sehen. Es ist einfach, es bricht den Charakter. Und hoffen wir einfach, dass sie da nicht aufgrund von, wir wollen fancy Action-Szenen mit einem Charakter, der Galadriel heißt, aber eigentlich mit dem Charakter nichts zu tun hat, dass das nicht passieren wird. Weil dann mache ich mir am meisten Sorgen drum, weil das ist so dieses Mary Sue-Problem. Man nimmt einen Charakter oder so ein Possession-Thema. So ein Charakter nimmt, der eigentlich einen Namen hat, ob es ein Galadriel, Spock, Darth Vader ist. Und dann nimmst du deine Fangedanken und zwingst sie in den Charakter. Siehe Action Hero Barbie bei Galadriel. Oder wenn Spock auf einmal anfangen würde, keine Ahnung, Witze auf der Enterprise-Brücke zu erzählen wie ein Stand-Up-Comedian. Klopf, klopf. Das. Genau, knock, knock, who's there? Wenn das der Charakter etabliert macht, okay. Aber wenn der Charakter wirklich da nein ist, dann habe ich da halt meine Schwierigkeiten. Was man aber als Amazon zugute halten muss, ist bisher. Die Bilder sind wie immer bombastisch. Aber es ist ja auch ein Absolut. Thema der Zeit. Auch bei den Star Wars-Filmen Episode 7, 8, 9, die ich von der Story, von der Geschichte, von der Konstruktion der Geschichte, vom Logikabfolgebrecher furchtbar finde. Die Bilder waren großartig. Und das ist ja leider ein Zeitgeistproblem. Genau, also bildgewaltig wird es. Ich denke, da sie haben auch wirklich gutes Geld in gut dargestellte Umgebung, also Realaufnahmen kombiniert mit gutem CGI gemacht, aber das sind halt jetzt Trailer, die wir halt sehen, ne? Und es wird ja auch nicht nur auf einem Ort, es spielt ja nicht nur auf Numenor, sondern es geht ja auch wahrscheinlich nach Moria, es geht ja wahrscheinlich Ja. auch zu anderen Bereichen in der Mittelerde. Aber die Serie, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt, werden wir die Serie schon gesehen haben. Deswegen, es wird ja alles ein bisschen nach hinten verzögert, also nur Ah. für unsere Zuschauer, das ist jetzt eine Aufnahme aus der Vergangenheit. Die Vergangenheitsmänner grüßen euch hier. Und wir reden Ja, jetzt hier dieser. so gesehen über Eier, die noch gar nicht gelegt sind, aber zu dem Zeitpunkt schon da sind. Ja. Insofern, wo du gerade das Stichwort Moria brachtest, ich hoffe auf sehr viele wundervolle Bilder von Moria in ihrer Primetime und nicht als Broken Baustelle wie ja nun in Herr der Ringe. Weil Mo ich bin so ein kleiner Zwergenfan und einmal Moria in all seiner Pracht zu sehen, also Sabberfaden hier versuchen wegzuhalten. Ja, sehe ich genauso. Weil, also die Darstellung von Moria als verlassener Ort in dem Film war super, aber ich will es auch sehen, wie es belebt ist. Aber weißt du was? Das Problem, was wir gerade haben, hier wird jetzt gerade ein Serien-Podcast-Video draus. Wir wollen mal wieder zurück zu dem ursprünglichen Thema. Ich glaube, das Okay. können wir auch mal in Zukunft machen, so Filme, die Rollenspiel vielleicht inspirieren oder so etwas mal durchzunehmen. Da würde ich Da dich gerne sehen. gibt's genug und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide uns von, sagen wir, A wie Avatar bis zumindest T wie Twilight sicherlich unterhalten könnten.
Beim Letzteren werde ich eher wahrscheinlich so gucken, aber okay. Ich auch, aber das könnte ja gerade der Unterhaltungsfaktor sein. Wir müssen einen Spezialisten einladen dafür. Na gut, schauen wir mal. Wie bist du, Christopher, schlussendlich zum Rollenspiel eigentlich gekommen? Das ist so meine erste Frage eigentlich immer. Tatsächlich gibt es dazu zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist, dass mich ein Arbeitskollege vor 15 Jahren fragte, ob ich mal Bock hätte, da so mit reinzuspielen. Meine damalige Lebensgefährtin und ich waren dann auch zusammen mit einem anderen Arbeitskollegen die drei Stammspieler. Das wäre die offizielle Geschichte. Ich habe auch tatsächlich die Zeichnung des Charakters Oh, hier. wow. Ja, ich halte das mal nicht weiter rein, weil mir ist vor Jahren da mal Tee drauf gekommen, deswegen ist seither dieses Bild auch in einer Klarsichtfolie. Aber tatsächlich, das hatte damals dann meine damalige Lebensgefährtin gezeichnet. Und das war mein erster richtiger Charakter. Mir ist aber eingefallen, dass ich noch mal 3 Jahre vorher bei meinem Vater einen Inkubus in Midgard gespielt hatte. Ich wusste gar nicht, dass es das da gibt in Midgard, aber okay, interessant. Mein Vater hat da anscheinend ein bisschen Regelbending betrieben, weil er eine böse Runde spielen wollte. Insofern spielte mein Bruder einen Werwolf, meine Stiefschwester spielte eine Vampirin und ich spielte einen Inkubus. Es war sehr abgefahren, aber da mein Vater seit 25 Jahren Midgard leitet, muss dazu sagen, er und ich haben uns lange Zeit nicht in Kontakt befunden. Deswegen war das für mich, trotz dessen, dass ich in meinen 20ern war, eine der ersten tiefgehenden Erinnerungen an meinen Vater. Was ich immer noch toll finde und sollte er und meine Mutter zugucken. Hallo. Meine Eltern gucken sich tatsächlich alle Videos an, die du mit auf deinem Kanal hostest, wo ich drauf Grüße gehen raus. bin. insofern, wo ich wirklich angefangen zu rollenspielen, wäre mit dem gerade gezeigten Charakter Preastor, dem Zwerg. Der hat aber auch verschiedene Klassen durchgemacht. Das war erst ein Krieger, dann war es mal ein Kleriker, dann mal ein Inquisitor. Er ist auch im Inquisitor nachher geblieben, schlussendlich. Aber das wäre der erste Charakter und auch der prägendste. Tatsächlich nutze ich den Namen immer noch für Discord, einfach weil ich ihn schön klangvoll finde. Bestätige ich hier. Danke. Also, das ist schon durch damals so Arbeitskollegen, aber eigentlich der erste grundlegende Stein in der Richtung war dein Vater mit Midgard. Und wenn wir es noch grundlegender machen wollen, meine Mutter war sehr zufrieden, als ihr Sohn Star Wars mochte mit 10. Und sie war sehr zufrieden, als ihr Sohn nachher ein Fan von Star Trek wurde. Sie hat mir auch Herr der Ringe gezeigt, damals allerdings nicht die Verfilmung von Peter Jackson, die wir alle kennen, sondern diesen etwas diskutablen Comicfilm. Ah ja, der diese seltsame Realaufnahme mit Zeichentrick vermischt Genau. hatte. Das ist Genau. interessant, Insofern. ja. Meine Ma und ich haben seit Jahren das Thema, wer hat welchen Lieblingsklingon in Star Trek? Und wir haben beide den gleichen. Kanzler Gowron. Gauron, ja, natürlich. Ja. Ist aber auch ein echt cooler Charakter, muss ich sagen. Insofern, ich komme aus einer sehr nerdigen Familie tatsächlich. Meine Mutter und ich haben auch parallel Harry Potter gelesen, während ich aufgekommen bin. Herr der Ringe, das Thema hatten wir ja gerade schon. Also von daher, das gebe ich jetzt auch gerade weiter. Insofern, als mein Patensohn sich zum 6. Geburtstag das Warcraft Monopoly gewünscht hatte, sagte der Patenonkel, shut up and take my money. Er bekam dann vielleicht auch letztens nochmal so ein kleines Lego-Set Star Wars und vielleicht hat sich so ein Harry Potter-Hörbuch da ganz überraschenderweise die Geschenke verirrt. Das ist eine positive Bestärkung, also nicht manipulativ, das ist Bestärkung, also einfach. Und natürlich habe ich mir auch schon für D&D diese Kinderbücher geholt. Von wegen, wie spielt man mit Kindern, Krieger, Schurken, Magier, Kleriker, Druiden, wie auch immer. Die stehen hier hinten im Regal. Ja, sind auch gute Bücher. Ich habe sie nicht selber, ich habe sie mal beim Kumpel mir ein bisschen angelesen. Also von dem, was drin stand, hat es mir sehr gefallen. Ich habe eins doppelt, kannst du das zweite gerne kriegen. Oh, ich müsste sowieso mal wieder nach Osnabrück kommen. Wir wohnen noch gar nicht so weit auseinander. Das ist ja die Sache. Wir sind ja uns real bekannt. Wir kennen uns. Ja, ich habe diesen Und Mann schon ein paar Mal umarmt. ja, ein paar Mal öfter. Und Ja. ach, das war. Ach, erzählen wir es. Wir haben uns kennengelernt. Ich war Kunde bei ihm. Das ist richtig. Es begab sich vor Äonen, da das Floh auf der Rubikon in Osnabrück war.
Und ich war damals die Aushilfe für einen Rollenspielladen, das Frabusel, für die, die aus Saarbrücken kommen, werden ihn vielleicht noch kennen. Und naja, ich stand so an diesem Verkaufsstand, wo die ganzen Kisten mit den Büchern drin waren, beriet, und einmal sah ich dann diesen bärigen Mann vor mir stehen, wie er in das Game of Thrones Regelwerk guckte. Ich dachte so, da hat jemand Geschmack, dem helfen wir doch mal in der Beratung. Ja, little did I know. Es hat mich vier, ich wiederhole, vier Konpausen gekostet, in denen er immer wieder an diesen Stand herankam und ich mit ihm über den Preis für dieses Buch verhandelte. Wir unterhielten uns, ich merkte, da ist Fachwissen, ich merkte, da ist auch Interesse, aber er machte mich wahnsinnig. Irgendwann nach Konpause 3 guckt mich mein Chef und einer meiner besten Freunde, Carsten, sagt: Sag mal, willst du dich vielleicht das sein lassen? Der macht das doch nicht so. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, und wenn ich tot danach umfalle, diesem Mann verkaufe ich das Game of Thrones Grundregelwerk. Konpause 4. Flo kauft das Regelwerk. Ich war den Tränen nahe. Ich fühlte mich wie ein Weltmeister. Ihr seht es gerade bei ihm in seinem Video. Besagtes Buch, das Original. Ich habe das Buch doppelt, aber das hier ist das Buch, was ich bei ihm gekauft habe damals. Ja. Es hat mich ungefähr, ich würde mal sagen, 3 cm Haaransatz gekostet, dieses Buch ihm zu verkaufen. Und dann, ich glaube, ungefähr ein halbes Jahr später erzählt mir ein Kumpel, als er wegen Board Game of Thrones würde ich gerne mal spielen. Also, du, ja, Kumpel von uns, der von mir, der leitet jetzt demnächst, da wollen wir eine Runde starten. Wenn du Bock hast, komm doch mit dabei. So, ich so, klingt gut, ich komme mit. Komm da nun also an in den Untiefen Fechters, komme in den Raum rein, wo alle schon saßen, und sehe da hinten, am Ende dieses Tisches, diesen bärigen, präsenten Mann, und denke mir so: Moment mal, Kollege, dich kenne ich doch. Und wir gucken uns an so, aha, ne, wie das zu erzählen. Ja, das ist genau das eigentlich. Man guckt sich an. In diesem Moment fiel einem erstmal auf, das Gesicht ist bekannt. Und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Das ist der Mann, der mir besagtes Rollenspiel verkauft hat, sitzt jetzt neben mir und ist jetzt wirklich einer meiner engsten Freunde. Gleichfalls. Und das war die haarsträubende, haarverlustreiche Geschichte unserer Bekanntschaft. Also Game of Thrones tötet nicht nur Menschen, es verbindet sie auch. Das ist richtig. Und haben dann auch, boah, das Haus Myrena 3 fast 4 Jahre gespielt. 4 Jahre. 4 Jahre. Sogar fast ein bisschen mehr. Wir haben 2014 damit angefangen. Als das Regelwerk rauskam, relativ zeitnah angefangen und haben dann 2017, 18 haben es nochmal versucht, wieder zu starten, weil es hatte immer seine Höhen und Tiefen. Hatte natürlich auch mit der Distanz zu tun, ne? Also einige Freunde sind damals noch weiter weggezogen, nicht nur Osnabrück, sondern Hannover beispielsweise. Und dann trifft man sich nicht mal eben so real für 2 Stunden, ne? Wenn man 2 Stunden fahren muss. Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, teilweise, ne? stimmt, da war Ja. ja auch noch was, ja. Also. So. Ja, aber diese Runde ist nach wie vor eine liebgewonnene Erinnerung, und inzwischen habe ich drei Spieler aus dieser alten Gruppe in meiner Game of Thrones Runde, die ich alle 2 Wochen leite, drin. Und wir alle haben so dieses, weißt du noch damals die Myrena-Runde, und wie ich es jetzt auch tue, greifen wir alle zu unseren Charakterbögen. Wir haben sie ja alle noch. Und hopp, einmal zum Angucken. Ihr seht, das ist tatsächlich ein Game of Thrones Regelwerkbogen. Das hat eine Spielerin damals gemacht, so wirklich so richtig schön, ja, handgearbeitete Charakterbögen. Und ja, wir sind immer noch sehr, sehr traurig, dass wir gewisse erspielte Tierchen nicht nutzen durften. Und Wir haben ein bisschen die Lore gebogen, ne? Also. ja, vielleicht haben wir so ein, zwei Bögen da reingemacht, vielleicht haben wir auch eine Brezel draus gemacht, aber tatsächlich, ja, wir sind uns immer noch einig, wir vermissen diese Runde immer noch wieder. Das höre ich immer wieder. Ja. Irgendwann müssen wir noch mal so eine Mirina-Gedächtnisrunde machen, vielleicht. So Vielleicht ein. schaffst du es dann ja, meinen Charakter mal umzubringen. Oh ja. Oh ja, diese Geschichte habe ich schon ein paar Mal erwähnt irgendwo anders. So, das war eine der interessantesten rollenspielerischen Erfahrungen, war der Versuch, deinen Charakter bei Game of Thrones zu töten.
Welche der fünf Versuche meinst du? Den Ich glaube, ich ersten. habe eine Ahnung davon. Ah, ach, den ganz schön. Ja. Man Es war. spielt. Ja, jetzt fange ich an. Es kam damals, dass unsere Geschichte begann mit dem Haus Mirrenaar. Zu dieser Zeit war besagter Spieler, oder der Charakter, nicht Herr des Hauses, sondern er war der Bruder und einer der wichtigsten Mitverwalter. Besagter Bruder allerdings, der Lord, hatte einen Sohn, der, sagen wir, nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte oder alle Planeten in der Umlaufbahn, alle Latten am Zaun. Ja, mehr Synonyme könnten wir jetzt hier einfügen. Und während der Runde kam es dazu, dass er sich mit seinem Onkel auf den Zinnen der Burg traf, aus Haus Mirrenaar, hatte eine Festung hoch oben mitten im Mander auf einem einzelnen Felsen herausgearbeitet. Also direkt schon Mauer, Fels, Fluss. Also da gibt es nicht viel drunter. Und dann kam es, wir haben schon 6 Stunden gespielt. Es war 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Das war noch 1:30 Uhr. Oh, stimmt, 1:30 Uhr. Man merkte einfach am gesamten Tisch, die Müdigkeit schlug um sich wie ein Boxer. Alle waren langsam fertig mit den Nerven. Ja, und dann jagte ich den Puls aller nochmal so auf 260 hoch. Als ich dann einfach beschreibe, wie er ein Messer zückt, es dir in die Brust rammt und dich danach noch von der Brüstung bzw. den Zinnen der Burg stößt. Ja. Führe gerne fort. Das war der Moment, wo wir alle sagten, nee, Flo, druckst da ein bisschen rum. Ich so, ja, komm, stich da mir jetzt das Messer in die Brust. Alle am Lachen. Er so, ja. Wir sind alle am Lachen. Er so, ha, 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 bitte, Flo, wie? Er so, ja. Ja. Wupp. Und schmiss meinen Charakter über die Brüstung. Man konnte in diesen ersten 10 Sekunden, während unsere Gehirne versuchten, diese Daten zu verarbeiten, eine Stecknadel fallen hören und auch dass die Luft sausen hätte man hören gekonnt. So, dann sitzen wir da und man merkte, Flo wollte vielleicht gerade einen Cut setzen, bevor er aber die Luft dafür holen konnte, waren wir schon da. Ich mach das, wir gehen hier hin. Ich würfel jetzt erstmal darauf, ob ich es schaffe, mit der Flussströmung mich zum Ufer treiben zu lassen und halte meine Brust nach oben, sodass kein Wasser da reinkommt. Und wir haben wirklich danach bis, lass mich lügen, nach 4 Uhr weitergespielt, weil bei allen Spielern war das Adrenalin hier oben Ja. und wir kümmerten uns darum, dass wir von mein Charakter treibt, Bauch über, ein Köpfchen in die Höhe, Bäuchchen in die Höhe, im Manda zu mein Neffe ist tot und mein Charakter ist der neue Lord, haben wir auch durchgespielt. Wir haben unsere Burg an diesem Abend zurückgeholt. Ja. Wir sind durch das, es war noch ein Turnier da, wir sind da durch das Lager gerannt, wir haben mit verbündeten Lords gesprochen. Ein Spieler, der den Bruder des irren Lords spielte, hat nachher seinen Bruder umgenietet, also es war rattenscharf. Es war Game of Thrones auf 120% gedreht in dem Moment. Also es war hochintensiv. Das habe ich auch, also deswegen ist es auch eines meiner absoluten Lieblingssysteme geworden. Einfach durch diese positive Erfahrung, die ich mit der Mirrenaar-Runde gemacht habe, hat sich dieses System für mich in Hirn und Herz gebrannt. Das ist einfach Hammer. Es ist ein so schönes, schlankes System und eine so gute Möglichkeit, auch mal Geschichten abseits von wir sind Abenteurer oder wir töten die Monster für euch zu machen, weil man einfach mal Adlige spielt oder einfach mal korrupte Söldner oder Leute der Nachtwache oder Händler, die einen verarschen wollen. Das ist eine schöne graue Welt, in der man alles machen kann und man ist nicht an Gut-Böse gebunden. Ja, definitiv. Ja. Was auch sehr schön ist, ist, du hast verschiedene Mechaniken. Du hast den Kampf, du hast aber auch die Diplomatie, die sehr präsent ist. Du hast dieses unglaublich dichte politische Netzwerk, was du allein schon in den Büchern ja gewoben bekommen hast, sodass sie auch verschiedene neue Möglichkeiten anbieten, um zum Beispiel auch gerade mal, wenn die Bücher ihre Kamera zum Beispiel nach da bewegen, mit den Spielern nach da zu gehen. Ich leite gerade eine Runde, wo es halt in den Flusslanden letztens den Cut gab mit, die hatten schon gespielt, die waren schon platt von einem Räuberüberfall. Man war gerade so dabei, die Wunden zu lecken. Auf einmal kam dann der Maester in dieses Lager, das die zur Jagd aufgeschlagen hatten, rein und sagte der Lady mit hechelnder Stimme, der König ist tot. Da, wo dann die Yeah. Serie auch ansetzt, ne? Ja, insofern wussten die Spieler, die auch die Bücher eigentlich alle als Hörbuch mindestens anscheinend gehört hatten. Also ich habe da eine ziemliche,
selbst meine Neuspieler, der eine hat, glaube ich, damit seine zweite Rollenspielrunde, hat alle Hörbücher durchgeknuspert und die Bücher gelesen. Insofern, der wusste, Floßlande, direkt nach Roberts Tod, nicht schön da zu sein. Wurde in den Büchern aber nur mal im Nebensatz erwähnt. Und das ist auch etwas, was ich sehr an der Welt schätze. Es gibt, die Welt ist organisch, man weiß, wie sie sich anfühlt, man weiß, wie man darin spielen kann, aber es gibt viele lose Enden und weiße Flecken auf den, also weiße Flecken im Sinne von Hintergrundinformationen, die da fehlen, in die man dann kreativ reinarbeiten kann. Aber es gibt Dorfnamen vielleicht, eine Stadt, es gibt zwar einen Lord, aber man kann diesen ganzen Charakter, dieses Dorf, diesen Lord, diese Umgebung nochmal ein bisschen freier gestalten. Definitiv. Und das ist halt unglaublich schön. Und natürlich die Mechanik, dass die Spieler sich ihr eigenes Haus bauen, ist natürlich großartig für die Motivation, dass sie auch wirklich ihr Haus voranbringen. Genau. Es sei denn, sie haben wie bei mir einen inkompetenten Lord, der echt mal weg müsste. Also, ich habe gehört, dass auch bei der Jagd Unfälle passieren könnten. Ja, sagen wir mal so, es gibt auch durchaus die Bewünschung, dass das passieren könnte, als nämlich letztens ein gewisser Lord Asantir, wenn er dir noch was sagt, mit 100 Mann Leibgarde und Geschenken seines Schwiegervaters da einreitet. Oh, wunderbar. Und man hört so, wie, der Lord ist gar nicht da, der ist bei seiner Geliebten auf seinem Weingut außerhalb der Stadt, er wird gerufen. Und während gerade Lord Asantir mit allem möglichen Pomp des Hauses begrüßt wird, sieht man so hinten im Burgtor gerade auf dem Esel den Lord angeritten kommen, der gerade von seiner Geliebten kommt. Macht ein tolles Bild. Ja, sein Bastardbruder hat es dann gerade, in Game of Thrones gibt es Bastarde, also nicht falsch verstehen, das ist einfach ein Setting-Element, hat es dann gerade noch geschafft, sich an Lord Asantir vorbeizuschleichen und den Lord dann mal ganz schnell durch die Hintertür da reinzuziehen, dass er halt nicht wie Nappi-Napf-Backe da durch die Gegend oxidiert. Genau. Ah, schön. Er hat auch nachher sehr kaputtgetretene Schienenbeine, weil er viermal versucht hatte, Lord Asantir zu fragen, wie man denn Bastardkinder legitimiert. Er fragt für einen Freund. Er fragt für einen Freund. Er hat nur drei. Ah, schön. Ja. Beim König. Und er saß neben seiner Frau, also es war echt clever. Also der Lord ist echt der absolute Burner. Also so ein Fettnäpfchen-Magnet. Sehr schön. Sowas muss man auch haben. Ich habe ihm einfach einen Makel auf Scharfsinn gegeben. Oh, das ist natürlich auch super. Ja. Ich dachte mir einfach, warum immer kompetente Lords? Macht man doch mal so eine richtige Bremsbirne. Und in diesem Ziel war ich bisher sehr erfolgreich. Die Spieler schwanken echt dazwischen, sogar sein Halbbruder. Ich hab ihn lieb, aber bringe ich ihn um? Nein. Kann wir ihn das schwarz nehmen lassen? Nein. Wie wir wegsperren. Haben wir irgendwo ein Loch und werfen dann einfach den Schlüssel zu diesem Loch weg? Ja, so ein bisschen. Das Problem für ihn ist eher, dass einer der Charaktere ein gefallener Esther ist, der sehr viel mit Giften sich auskennt. Gifte? Ja, ehrlich. Du kennst den Spieler auch, Lukas. Lukas wird bestimmt seine helle Freude genau damit haben. Brillant. Ah, schön. Tatsächlich wirklich brillant. Und das muss man auch dazu sagen, ich finde es interessant, wie abwechslungsreich man ja auch Charaktere erspielen kann. Nicht nur in Game of Thrones, aber alleine wenn du die standardisierten Charaktere machst. Ich habe zum Beispiel in dem System das mal so gemacht, ich habe einfach, weil ich nicht die Zeit hatte, mir die Tabelle genommen für Eigenschaften, die der Charakter haben könnte, auswürfeln. Insofern kam dann bei mir heraus, dass ein NPC gutmütig ist, aber auch wahnsinnig. Ein gutmütig Wahnsinniger. Das heißt, er könnte wahrscheinlich hinter jedem scharfen Wort sofort Verrat hören. Würde für mich sofort dabei rumkommen. Ja, ein anderer hat das Problem, dass er ehrgeizig, wahnsinnig und lüstern ist. Also er ist ein Traumparkett. Ja. Das Problem ist, er hat eigentlich eine Rolle, die jetzt eher mit zölibatären Aktivitäten zu tun hätte. Okay. Ja. Insofern, allein diese Tabellen machen ist schon wundervoll, Charaktere im NPC-Bereich auszuwürfeln, weil du kannst einfach so, ich würfel mal, okay, er ist ehrbar. Er ist jähzornig. Und er ist lüstern. Well. Das liefert dir genug und Motivation, am besten noch Liebe hinterher. Ja, toll. Dann hast du wirklich so, okay, dieser Charakter ist ein bisschen zerrissen, aber wird spannend sein zu spielen. Ja, absolut. Aber so wie Menschen manchmal auch sind, ziemlich zerrissen in sich. Richtig.
Wir hören da so, ja, natürlich schon raus, so eines der Systeme, die du halt auch gerne spielst, ist Game of Thrones. Was sind denn sonst noch Rollenspielsysteme, die du gerne spielst? Also, auch auf die Gefahr, dass jetzt die Hardcore-Schauspiel-Rollenspieler mich gleich schlachten möchten. Mein Standard-Herzblut-Haussystem ist tatsächlich, seit es rauskommt, Pathfinder erste Edition. Ganz Ich habe ruhig, ganz ruhig. Lass die Fackeln weg, lass ihn ausreden. tatsächlich habe ich da auch. Ja, es ist ein laufender Meter in meinem Regal. Bücher für stehen. Das spiele ich jetzt, seit es rausgekommen ist. Und ich mag es halt, dass ich theoretisch einen Charakter bauen kann. Um jetzt mal hier. Wir haben nachher von 3,5 auf Pathfinder umgestellt, um mal diesen Zwerg wieder hervorzugreifen. Der hat halt auch entsprechend sowas. Der hat halt sehr viele Skills. Und ich finde es schön, dass man ihn so diversifizieren kann. Dass man Charakteren wirklich sehr in der Nuancierung auch Sachen geben kann. Ich habe auch einen Charakter, der ist in meiner Gruppe. Der spielt einen Goblin-Druiden mit Beruf Koch. Insofern haben wir einen kleinen Gourmet-Gobbo dabei, der halt das Essen macht. Und diese Möglichkeiten, solche Charakter-Quirks und solche Charakter-Dreher in Pathfinder auch darzustellen im Charakterbogen, finde ich gut. Dazu ist es ein gut laufendes System. Es liefert auch die nötige. Man kann es natürlich komplexer machen. Ja, es ist komplexer als D&D, muss man auch ganz klar sagen. Zumindest in der Aber es gibt. aktuellen Variante, ne? Es ist ja theoretisch, ist es D&D 3.5 Ja, mit neuem stimmt. Namen. Also. Stimmt. D&D 3,5 ist ja auch. Ja, da hast du recht. Ich habe sogar noch den allerersten Abenteuerpfad, zwei Bände davon bei mir im Regal stehen, wo es noch D&D 3,5 Regeln sind. Also Pathfinder wäre so mein. Damit bin ich groß geworden, System, wenn man so will. Das habe ich jetzt auch mehrfach geleitet. Ich habe auch die Kampagnenwelt dann mit Spielern selbst zusammengeschraubt. Ich habe, glaube ich, 99 Seiten Text für diese Kampagnenwelt, die ich da habe. Verwende entsprechend halt auch die NPCs sehr routiniert. Und es ist so ein bisschen mein Baby. Aber naja, wer rastet, der rostet. Insofern, wenn ich jetzt alles hochhalte, was ich gerade spiele, hätte ich hier viel zu tun. Ich bin jetzt am Sonntag in einer Degenesis-Runde, was ich interessant finde, zum zweiten Mal. Das System finde ich spannend, aber so die Herzblutsysteme wären momentan Game of Thrones neben Pathfinder. Dieses Merenar-Thema hatte ich ja gerade schon erwähnt. Insofern muss ich mich bezäumen, meinen Charakterbogen nicht zu streicheln, während ich das sage. Das leite ich auch, genau wie Pathfinder gerade. Und ansonsten, was ich sehr gerne spiele inzwischen ist, das hast du mir auch eingebrockt übrigens, Hexen 1733. Also damit hatte ich nicht viel zu tun mit dieser Sache mit dem Drachen. Nee, warte, mit Hexen. Ich war da kaum Genau. involviert. Das ist ein Genau, er. Namensvetter. Genau, er hat das ja gar nicht gut geleitet und uns da mit dieser Mumiendame echt hart gestresst. War jedenfalls eine schöne Runde. Ich habe dann selber jetzt auch 1,5 Jahre lang Hexen geleitet. Jetzt habe ich es gerade nicht mehr am Leiten. Jetzt bin ich Spieler. Und ich habe sehr viel Spaß daran, mal ein neues Konzept für einen Charakter auszuspielen. Nämlich, ich spiele da Bruder Cyriakus von Münster. Das spiele ich heute Abend auch wieder. Der Mann ist über 60, er ist schon seit, ich glaube, 14 Jahren pensionierter Inquisitor. Und der levelt nicht auf. Ja, Jüngchen, der erinnert sich daran, was er vor 20 Jahren gemacht hat. Also, ich dachte jetzt gerade, der levelt ab. Das könnte auch passieren. Tatsächlich, dann ist so, oh, das geht ja mit dem Schwert. Man, so, ach ja, stimmt, da war ja was. Ich finde diesen Gedanken, dass der Charakter sich daran erinnert, was er mal konnte, also dass er quasi nach seiner Prime ist, dass er nicht Richtung Prime geht, sondern wieder zurück in Richtung Prime geht. Finde ich ganz interessant. Aber er wird dabei wahrscheinlich niemals so an diese alten Stärken rankommen, alleine körperlich theoretisch ja nicht. Also ich sag mal so, bei Hexen, er wird sich mehr auf die Redekunst und so weiter Fähigkeiten machen. Aber tatsächlich, er hat auch seine alten Tagebücher mit und liest dann auch mal darin rum. Ach ja, stimmt, so war das mit dem Teufel austreiben. Von der Story her hat der Spieler da auch gesagt, dass er beim Hexenhammer 2.0, wie wir es jokig nennen, also quasi der Neuauflage des Malleus Maleficarum, hat mitgeschrieben. Ja, in seiner Prime vor 30 Jahren. Malleus Maleficarum. Jetzt nicht mehr sexistisch. Bam. Ja, Fundiert. er ist auch tatsächlich einer der Inquisitoren, der sich
Ich habe ihn sehr an William von Baskerville aus Der Name der Rose angelehnt. Das war so die erste Idee. Der hat halt nicht irgendwelche Unschuldigen verbrannt. Das war jemand, der hat den Nachteil neugierig. Das ist seine Motivation. Er interessiert sich für Dinge und er ist quasi deswegen zur Inquisition gekommen. Er fand es faszinierend und er ist jemand, der auch mit. Wir wissen ja, dass in der Zeit 1733, 1628, wo die Lore von Hexen anfängt, ja durchaus zwischen Katholen und Protestanten so ein 30-jähriger Krieg gerade am Rumkriegen war und dass da eher Zwischenzickereien waren. Er ist tatsächlich auch mit protestantischen Spielercharakteren unterwegs und macht da keinen Unterschied draus. Für ihn ist das eher so, dass, naja, der Inquisitor ist, kriegt er göttliche Magie auch zu verwenden. Ja. Der Chef denkt da nicht so engstirnig wie unser Bodenpersonal, mein Junge. Ja, zum Glück. So, Hauptsache, insofern. wir sind alles irgendwo Christen im Dienste gegen das Böse. Er spricht Arabisch, insofern Ah. er würde eher sagen, solange wir gute Menschen sind, sind wir gute Menschen. Wenn wir A-Punkt-Punkt sind, dann sind wir halt A-Punkt-Punkt. Insofern, Hexen wäre noch so nach das dritte System, was ich jetzt momentan hochgradig bespielt definiere. Und jetzt tue ich dir einmal weh, Flo. Wo ich wirklich sehr viel Spaß dran habe, es zu spielen, ist Star Trek Adventures. Ich bin ein riesiger Star Trek-Fan. Ich bin vor allem ein Fan von Next Generation und DS9. Also serientechnisch, Hörbücher, irgendwas, was man da in der Richtung bekommt, habe ich verschlungen. Aber, und deswegen tat er mir damit jetzt gerade weh, ich werde mit dem Modiphius 2W20-System überhaupt nicht warm. Null. Das ist, ich weiß nicht, warum ich damit nicht warm werde für mich. Vielleicht lag es auch an dem Buch selber. Ich finde es anstrengend zu lesen, weil es farblich oder weiß ist, dann auf schwarz. Und das war für mich, also ich habe das gelesen und habe Kopfschmerzen bekommen. Das mag jetzt nur bei mir einfach irgendwie daran liegen, dass ich daran gewöhnt bin, schwarze Schrift auf weiß und so weiter. Aber ich habe das auch bei Dune. Ne? Ich habe das Dune-Material ja auch und ja, es ist, ich bin auch Ich ein auch. riesiger Fan von Dune. Das ist einfach eine total tolle Buchreihe. Die ersten Bücher auf jeden Fall. Und da ist das gleiche Problem. Es ist ein System, was irgendwie bei mir im Kopf nur Fuß fasst. Also tatsächlich, Flo, ich selber spiele, wir sind so vier Spieler in der Star Trek-Runde, die auch alternierend Spiel leiten. Wir hatten die Version, dass der Geheimdienst Dark Arm der Föderation, also 631, die Spieler mit Handgranaten beworfen hat, während sie versuchten, aus einem Transporter-Buffer rauszukommen, also Bufferfeld, dass sie sich fliehend wegbewegen konnten. Wir hatten eine Borgifizierung eines Charakters. Wir hatten Giftgasanschlag im klingonischen Hohen Rat. Wir hatten Schlacht gegen die Jem'Hadar, wo uns der erste Offizier aus einer Luftschleuse gerissen wurde und tot ist. Wir haben, es sind allesamt, auch wenn der eine es offiziell zum zweiten oder dritten Mal Macht zu leiten, sind wir alles erfahrene Spieler oder Spielleiter. Ich würde sagen, alle sind erfahrene Spielleiter. Insofern, Shoutout in dem Sinne hier, Nils, das hast du echt super gemacht. Auch ein Spieler von Flo. Haus Griffenstein, Meister Melvin. Anhören, der Mann kann das. So, jedenfalls, wir haben alternierend gute Spielleiter und mich. Und insofern das System, wir haben einen, der ist wirklich mit den Regeln topfit. Und ob das so ein Raumkampf ist, Kampfregeln ist. Inzwischen passiert es mir jede Runde, dass ich einen NPC auf den Friedhof schicke. Wir haben dafür extra in Roll20 eine Sparte Friedhof reingepackt. Dieses Spielsystem ist tödlich, es ist knallhart, es kann von ich schieße, ich treffe, bis hin zu erweiterten Proben, wo du einen Warp-Kernbruch abhältst, während die Jem'Hadar dich angreifen. Das hatten wir letzte Runde. Alles Mögliche drin. Es ist ein tolles System. Was ich dir aber wirklich zugestehe, ist, dass die Charaktergenerierung, da muss man sich wirklich hinsetzen und die wirklich Page für Page machen. Ansonsten kommt man das System nicht rein. Es ist vom Zugang her schwierig. Allerdings ist es wesentlich einfacher als D&D, liefert sogar mehr Komplexität als D&D. Ja, Mensch. Da würde ich mich ja freuen. Wir kommen ja gleich noch auf das Thema deinen Kanal zu sprechen, wenn du da irgendwas vielleicht so im Bereich Regelvideos vielleicht mal machen könntest, einfach um da Leute vielleicht nochmal wie mich auch anzufixen. Ich wollte ja immer noch mal einen klingonischen Sicherheitsoffizier spielen. Ich will ja nicht irgendwelche Andeutungen machen, in welche Richtung ich gehen würde.
Nein. Da mein Tellariten-Doc, den ich hauptsächlich spiele, der hat auch kein Macklet in der Arzttasche drin, das ihm ein Ratsmitglied geschenkt hatte, nachdem ihm das Leben gerettet hat. Und er hört auch nicht klingonische Opern und trinkt Blutwein. Insofern, ich kann solche Einflüsse überhaupt nicht verstehen. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe auch gar nicht die Klingon. Shakespeare im Ich habe auch. klingonischen Original, ne? Tachpa, Tachpä. Sehr gut. Sein oder nicht sein. Ich habe auch vielleicht gar nicht das englische Klingonen-Grundregelwerk neben meinem deutschen normalen hier im Regal stehen. Oh Nussel, nein. Nussel, Nussel, Nussel. Und wo ich jetzt noch, wo du es gerade erwähnt hast, gerade einen Freund und Jungspieler anfixe, ist so dieses, ich habe ihm Dune zu seinem Geburtstag geschenkt. Er hört sich auch, glaube ich, gerade die Hörbücher an. Ich lese gerade mit einem anderen Freund parallel, lesen wir gleichzeitig das Dune Buch 1. Ich gucke mal, ob ich in nächster Zeit vielleicht mal so ein, zwei Leute zu Dune kriegen kann. Tatsächlich hat sogar mal mein Vater gesagt, dass er mal wieder spielen wollen würde. Also von daher, Dune ist bei mir auf der Speisekarte, glaube ich, Platz 1. Das muss demnächst mal gespielt werden. Ansonsten bin ich nämlich gut versorgt, da ich aktuell eine Rippers-Runde, eine Genesis-Runde, zwei Pathfinder-Runden, eine Hexenrunde, eine mit dir zwei GOT-Runden habe. Naja, ja, was vergessen? Ja, Garantie. Star Trek. Also ich glaube, ich bin bei insgesamt 10 Runden, die ich in verschiedenen Zeitabständen spiele. Da könnte man sich jetzt fragen, wo nehmen die Leute, die das noch schaffen, so wie ich zum Beispiel. Ich habe hier aktuell wie viele Game of Thrones Runden? Dann habe ich jetzt noch eine Witcher Runde, wobei an Witcher diese habe ich auch. Witcher, herzlichen Gestern noch Glückwunsch. gespielt. Ja, Vorgestern. da habe ich dann auch noch so, aber das ist auch so eine Runde. Da wechseln wir vor allem, mal wechseln wir auch mal das System. Wir sind jetzt gerade mit so einem Ja. Story Arc bei Witcher fertig. Jetzt einer von den anderen wird wahrscheinlich mal Alien das Rollenspiel leiten, einfach mal, weil ich Bock habe, einfach mal dieses Horror-Rollenspiel auszuprobieren. Vielleicht wird es noch mal eine Runde Vampire geben. Man wird mich wieder zu Vampire bekommen. Ist ein ziemliches Wunder, weil ich mag Vampire an sich. Ich mag mehr die Werwölfe, ganz ehrlich gesagt. Aber wir wollen Dark Ages Vampire. spielen. Okay. Das Video hier ist nicht gescriptet, deswegen gucke ich gerade Dune wieder Vampire. Ist die Tasse gerade so irritiert in der Luft schwebend. Das ist aber schon lange her, dass du es das gespielt hast, freiwillig. Ja, die letzte Erfahrung mit Vampire war halt, dass ich eine Spielerin am Tisch hatte. Das war sehr, sehr seltsam. Also ich finde es immer gut, wenn Leute in der Rolle drin sind, aber wirklich real 30 Minuten heulen, ist echt hart und es ist anstrengend nervig. Und Das stimmt. Ich muss zugeben, ich habe bei dem neuen Vampire-System das gleiche Problem wie du. Es okay. ist graue Schrift auf weiß. Es ist ein Horror zu lesen. Ich bin der Einzige in meiner Familie, der keine Brille braucht. Auch letztens wieder gecheckt. Nein, ich brauche keine Brille. Klammer auf. Hallo Nils. Klammer zu. Der glaubt immer, dass ich eine brauche. Nein, ich knibbel mit den Augen nicht, weil ich nicht sehe. Ich bin einfach nur verschlafen. Jedenfalls, ich finde dieses Buch unglaublich schwierig zu lesen. Weil dieses Graue auf Weiß finde ich unglaublich augenbelastend. Ja. Grauselig. Aber tatsächlich, Vampire habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Es steht bei mir im Regal. Ich habe noch ein System vergessen, was ich aktuell spiele: Aborea. Aborea. Und Einsteigerfreundlich. definitiv. Und wo man solche Zeit hernimmt, naja, ich habe, wie ich ja gerade erwähnt habe, nicht den besten Schlaf, von daher habe ich Zeit. Und es ist ein schöner Ausgleich einfach auch zum realen Beruf, wenn man ganz ehrlich ist. Man braucht einen Ausgleich. Absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist die schönste Nebensächlichkeit, die man haben kann, das Rollenspiel. Ja. Und Und als da. Junggeselle habe ich halt auch nicht das Problem, dass meine Partnerin eventuell sagt, ich bräuchte mal Zeit hier. Ich habe keine Partnerin. Ja, gut. Aber Dafür habe ich das. Freunde. Es ist schön, dass die Ja. Freunde alle Rollenspiel machen. Eben, das ist dann nochmal hilfreich. Ich kann mit meinen Freunden Zeit verbringen und darf dabei Würfel schmeißen. Yay! Ja, müssen also mal wieder real nebenbei, ne? So mal Ist wieder am immer Tisch, ne? Zeit, ja. Immer Ja. Zeit. Du Von kannst ja die diesen. Hexenrunde wieder anleben lassen. Also ich habe hier noch die Sachen aus der Karibik. Ich wollte sowieso mal irgendwann Davy Jones Grab suchen oder so, ne? Also, ich sag mal so: Es gibt auch gar keine andere Runde, die du vielleicht mal wieder real machen könntest. Wird mir gar keine zu Also, einfallen. ich weiß gar nicht, wovon du redest. Aber apropos Hexen, ich weiß noch nicht, ob du es gehört hast. Jetzt mal so ein bisschen, bevor wir das nächste Thema anschneiden aus dem Nähkästchen. Sie haben schon wieder ein Crowdfunding angekündigt für dieses Jahr. Ja, sie haben schon das nächste Crowdfunding angekündigt. Irgendwas mit der Fürst der Dämonen. Also es wird wirklich viel Okay. Dämonen geben und scheinbar irgendwas mit Tieren, weil auf einer Illustration war ein Greif zu sehen. Ja, das hatte ich auch irgendwie auf Instagram gesehen, dass sie da sagten, das wird sehr kreaturenlastig werden. Ich hatte letztens noch vom ehemaligen, der das Crowdfunding früher gemacht hat für Ulysses,
hier dem Jens Ballerstedt, noch ein Video gesehen, wo auch das Crowdfunding für Gott so ein Apokalypse-System gemacht hat. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ich habe es mir noch gebookmarkt. Also es ist interessant, was du über Crowdfunding alles machen kannst. Absolut. Also es, vor allem, wir sind eigentlich jetzt gerade, jetzt ist das goldene Zeitalter der Rollenspiele. Es werden alle möglichen Serien, alle möglichen Filme, es wird alles ins Rollenspiel umgedreht oder umgekehrt. Ne? Es werden auch Rollenspiele in Serien umgewandelt. Ich sage ja nur Dungeons and Dragons, der Film nächstes Jahr, der sogar nicht trashig aussieht aktuell. Nicht und sehr. Ich meine, sie haben es vor Jahren geschafft, einen Film, in dem Jeremy Irons den Bösewicht spielt, extrem trashig aussehen zu lassen. Ja, absolut. Ist auch immer noch ein Film, den ich gerne sehe, aber man merkt so, also für mich ist, hat das einfach so, ja doch, es hat den Trash-Faktor. Deswegen gucke ich mir auch so ein... Auch du darfst ein fehlbarer Mensch sein, Flo, ich mag dich trotzdem. Ja, ich gucke mir auch so einen Schwachsinn wie Rubber an, wo ein Autoreifen Leute mit seinen telekinetischen Kräften den Kopf explodieren lässt und ich dann lache. Einfach, weil es abgestumpfter Blödsinn ist und ich dann vielleicht am Abend nicht mehr viel nachdenken muss. Das ist so Bierfest-Level, sagst du? Nö. So ein bisschen. Aber abseits von der schönsten Nebensächlichkeit der Welt, diese Nebensächlichkeit kann natürlich auch seine Schattenseiten haben. Und hast du da irgendetwas erlebt, wo du von uns auch erzählst? Du musst es nicht, ne? Also es ist nur eine Frage. Hast du da was erlebt, wo du sagen würdest, ja, das ist furchtbar gelaufen? Es gibt diverse Sachen, die im Rollenspiel furchtbar laufen können. Muss man leider auch sagen. Das ist meistens Fehler 101, wäre es jetzt gerade. Fehler sitzt zwischen Bildschirm und Rückenlehne. Das wäre also dann in dem Fall ich, wenn der PC zicken würde. So ist es halt leider auch meistens beim Rollenspiel, der Fehler sitzt mit am Tisch. Das kann entweder sein, dass der Spielleiter zu sehr die Story auf Schiene führt. Das Railroading, ne? Ja, also das habe ich schon ein, zwei Mal erlebt. Da wüsste ich jetzt gerade kein unterhaltsames Ding. Obwohl... Doch schon, also ich sag mal so, dieses Railroaden kann extrem anstrengend sein, vor allem wenn du immer von irgendwelchen NPCs gerettet wirst oder aber, wie es mir vor Jahren passiert ist, ein lange gespielter Charakter, der halt auch sehr storylastig ist, wird umgebracht und ihm wird das genommen, was eigentlich sein Charakterziel war, weil dem Spieler der Plot nicht gefällt. Das fand ich ziemlich meh. Und zu sagen, wir machen die Runde nochmal Jahre später wieder... Und dann zu sagen, nee, das so nicht und das Talent gefällt mir, deswegen mache ich durch die Hintertür, dass ich es wegnehme. Der Charakter hatte einen Cohort, also einen Gefährten, und der wurde auf einmal immer kränklicher und schwächer. Und dann kam so, ja, ich mag das Talent Anführer nicht in Pathfinder. Ich so, ja, deswegen hatten wir ein anderes genommen, um den Cohort zu generieren. Aber er wollte quasi durch die Hintertür diesen Cohort wegmachen, genauso wie das Ziel des Charakters, Fürst zu werden, nicht von der Stadt, sondern von einer anderen. Sozusagen, sein Weg war der wahre. Das fand ich sehr anstrengend und das hat auch sehr zu Knatsch geführt. Und dann, als mir dann irgendwann Toxizität vorgeworfen wurde, dachte ich mir nur so, okay, das kann man jetzt so sehen, dass mein Charakter toxisch ist, weil er halt rechtschaffen gut ist und auf gewisse... Formalia pocht, man kann aber auch es von der anderen Seite betrachten, dass hier vielleicht einfach eine Diskrepanz der Freiheit, der Möglichkeiten in der Gestaltung ist. Nicht jedem Spieler passt ja jedes Spielsystem und nicht jeder Spieler passt zu jedem Spielleiter. Das kann ja passieren. Aber sagen wir, ich fühlte mich tatsächlich wirklich extremst eingegrenzt und innerhalb dessen, was der Spielleiter gut fand und was er narrativ sinnvoll fand, eingegrenzt. Das war das eine Negative. Das nächste war wirklich ein Spieler in einer Pathfinder-Runde vor Jahren. Ich spielte einen Duellanten, also quasi so eine Zorro, der extra, weil ich den Spielleiter auch gut kannte, darauf ausgelegt war, dass er zwar Präzisionsschaden mit seinem Rapier machte, also eher so Stich, 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 also er war gegen Einzelgegner, war der tödlich. Prickeln. Aber da ich diesen Spielleiter kannte, habe ich da diese Klassen sehr viele Talente bekommen, eine Talentkette durchgeführt, sodass ich nachher Wirbelwindangriff hatte und jeden Gegner in Reichweite einen Angriff verpassen konnte. So, nun hatte ich ein besonders spitz geschliffenes Rapier, also ein Keen-Rapier, für die, die das System kennen. Und wir wurden von unterreich degenerierten Viehis verfolgt. Mein Charakter hatte auch noch extra Schuhe, dass er schneller war. Der war also habe ich gesagt, okay,
Obi-Wan Kenobi hatte schon mal gesagt, der beste Weg, um eine Falle zu entschärfen, ist sie auszulösen. Mein Charakter hat sich also bewusst von der Gruppe absentiert und gesagt, meine Racial-Fähigkeit ist Tageslicht. Das heißt, wenn ihr Tageslicht hell seht, wisst ihr, ich habe die rausgetriggert und ich bin dann damit beschäftigt, die zu ärgern und hilft mir. Nun liefen wir los. Irgendwann haben die Morlocks mich umzingelt. Ich machte Tageslicht an. Dass die Biester darin dazed waren, wusste mein Charakter OT genauso wenig wie der Spieler. Insofern hatte ich nur etwas Vorteil, weil die Biester so machten und ich wirbelwindete mich halt durch diese Viecher. Was dazu führte, dass ich irgendwie, ich glaube, es schlag mich kaputt, ich glaube 231 Schaden in zwei Runden rausgedübelt habe mit einer Waffe, die 1W6 plus 4 Schaden macht. Weil Wow. halt Crit, 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 ich habe die wirklich weggeschnetzelt. Nun kam meine Gruppe an, um mich zu retten, und sie sahen halt nur fein in Scheibchen geschnittene Gazpacho-Morlocks. Was einer der Spieler nicht so toll fand, der war ein Mönch. Das sind die wirklich mit flinkesten Charaktere, die du haben kannst. Die kriegen ja immer ihren Bonus auf Geschwindigkeit. Er machte statt alle, machten eine volle Runde Rennen. Er ging. Ließ sich zurückfallen. Und er triggerte den gleichen Effekt, dass er von Morlocks umzingelt wurde. Weil er war ja super heftig Megamönch. Ja. Nee. Super heftig generell. Diese Morlocks haben ihn in einer Runde bewusstlos gekloppt. Zu viele? Es waren so viele wie bei mir. Ihn Ja. haben sie umgenietet. So. Und nun kam. Da hat er das Spiel auch da einen Cut gesetzt. Alle sind gegangen, außer ihm. Und er saß dann bis 2 Uhr nachts bei mir und kotzte sich darüber aus, wie scheiße unbalanced nicht Mönche seien und wie blöd das System nicht ist und wie schlecht die Encounter gemacht sind. Bis 2 Uhr nachts ragte der da rum. Der gleiche Spieler hat auch mal mit seiner göttlichen. Er war in der Stadt der Zwerge und brüllte rum, dass das rechtsprechende Recht seines Gottes ihr Recht bricht. Der hohe Priester des zwergischen Gottes sagte: Bitte was? Nein. Dein Gott mag zwar der Gott der Richter sein, aber er ist nicht über unserem Recht hier. Und das war immer das Gleiche. Er war so that guy. Derjenige, der im das Hauptdarstellersyndrom hatte. Jeder hat auf einem, also weil ich sehe das ja so, jeder Spieler hat seine Stage Time. Und es muss auch so sein, Ja. dass jeder seine Stage Time bekommt. Weil sonst hast du jemanden, der, wie in diesem Fall, frustriert ist. Wenn du aber jemanden hast, der glaubt, dass er die Hauptfigur des gesamten Films darstellt, das es eigentlich beim Rollenspiel meiner Meinung nach nicht wirklich gibt, eigentlich gar nicht, sondern alle sind Hauptdarsteller, dann hast du ein kleines Problem. Ich höre jetzt aber, und das ist jetzt meine Anmerkung, ich höre bei beiden Sachen, die du geschildert hast, eins raus: Kommunikation. Es ist Kommunikation, was hier nicht stimmt. Der Railroader beispielsweise hätte diese ganze Sache mit den Leuten besser kommunizieren können, indem man ihnen zum Beispiel erklärt und dann mit ihnen bespricht: Ich finde diese Form der Regelung nicht so toll. Ich würde das gerne auf eine andere Art und Weise regeln. Oder wir könnten das ja rausnehmen, dafür können wir uns ja was anderes dann gemeinsam überlegen. Ich bin so ein Freund von, ich möchte mit allen darüber reden, dass alle glücklich sind. Ne? Weil sonst habe ich keinen Spaß am Spiel. Deswegen versuche ich meine und die Bedürfnisse aller Spieler gleichzeitig abzudecken, aber man muss auch Kompromisse eingehen. Und man Das muss es ansprechen. Das ist das Wichtigste. Man muss es ansprechen. Bittere ist dann zum Beispiel, der Spielleiter, den ich vorhin erwähnt hatte, mit dem Feed nach hinten rausnehmen, hatte mir auch Toxizität vorgeworfen, im Sinne, dass mein Charakter Preastor halt auch der Name meines YouTube, meines Instagram, Discord Discord-Namens, ja. ist, wo ich mir dachte, ich mag den Namen einfach phonetisch und ich hänge an dem Charakter nicht, weil ich will, dass der für mich selbst darstellt oder stellvertretend irgendwas macht, sondern nur ich mochte die Story, weil er und ich hatten damals seitenweise was zur Heimatstadt ausgebaut. Wir haben quasi ein zwergisches Venedig gebaut, Oh, das halt schön. nicht in einer Höhle ist, sondern wirklich in einem Canyon. Die Paladine reiten auf Adlern. Das war so, wir haben die Goldzwerge aus Krünn quasi entkrönifiziert, wenn du so willst. Ah, okay. Cool. So, wir haben sie jetzt also in ein Canyon gemacht. Sind insofern haben sie einen Malus auf Dex bekommen statt auf Charisma. So, und die Lore dahinter. Wir haben dann so was gebaut wie die Schatten, so das dodgy Viertel da. Das hat Spaß gemacht. Und deswegen, da war noch Geschichtsmaterial im Tank, was gespielt werden wollte. Das muss noch warm gefahren werden. Ja.
der Spielleiter selber kann brillant leiten. Er kann wundervoll Geschichten erzählen. Aber da kamen wir halt wirklich, wie gesagt, kommunikativ nicht zusammen. Da dockten wir irgendwie nicht miteinander an. Bei dem anderen Spieler muss ich ganz klar sagen, da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Nein, da war es nicht Kommunikation, bei dem war es wirklich Hauptdarstellersyndrom. Und weil das mit jedem Charakter immer hatte. Okay, und man hat nicht mal im Vorfeld irgendwie mal mit ihm darüber geredet und dieses Problem einfach mal angesprochen, dass man aus dieser Ich-Perspektive sagt, so, also ich finde ja, dass wir alle Hauptrollen irgendwo sind und ich finde, dass du dich da ein bisschen zurücknehmen solltest, beispielsweise. Ich muss jetzt auch dazu sagen, das ist jetzt tatsächlich 10 Jahre her. Ja, da war man noch ein anderer Mensch. Also in einer Dekade kann ein Mensch sich komplett charakterlich auch verändern und weiterentwickeln. Ne? Früher war man vielleicht etwas weitaus egoistischer oder noch zurückhaltender vielleicht auch am Tisch, einfach um den Spielfluss nicht zu stören oder die Gruppe nicht zu verärgern, beziehungsweise vielleicht gab es auch zu dieser Zeit, ne? Ich sag ja, goldenes Zeitalter des Rollenspiels, gleichzeitig Fluch und Segen ist die Möglichkeit des Online-Rollenspiels meiner Meinung nach. Ja. Ich hatte in kurzer Zeit noch nie so viele Runden zusammen und so viele neue Leute kennengelernt, die ich alle total toll finde. Aber ich auch wirklich das Gefühl hatte, okay, ich übernehme hier gerade zu viel. Zu viele Runden. Ja, das Problem kann ich nun wirklich nachvollziehen. Ich habe gerade nochmal so nachgedacht, ich bin tatsächlich 2 Runden, wo ich leite. Oder 2,25 Runden, wo das Stand ja alternierend. Und in effektiv dann 7,75 Runden, also 8 Runden, bin ich Spieler. Ja. So. Auf der einen Seite ist es gut, weil ich lerne dadurch jetzt gerade ziemlich hart, ziemlich viele Systeme nochmal kennen. Und es ist natürlich auch interessant, neue Leute kennenzulernen, gar keine Frage. Aber ja, es kann dann schon sein, dass man dann sich doch ein bisschen den Kalender zu voll kloppt. Deswegen mal gucken, ob ich die alles so durchhalte. Obwohl einige sind ja auch zeitlich ein bisschen begrenzter. Ja, manchmal ist es auch einfach schön so, dass was eine der Flüche, die ich leide, ist, eine Geschichte groß, episch, pompös zu machen. Ja, hol nicht den Charakterbogen Minerena raus, leg ihn weg, Aber dann eine Geschichte nicht zu Ende zu erzählen. Also, dass sie... Ja, leg den weg! Mann! Ich habe das in letzter Zeit, ja, bei einigen Sachen habe ich das explizit gemacht, dass ich gesagt habe, Leute, wir haben längere Zeit Pause gemacht, ich möchte die Geschichte trotzdem zu Ende erzählen. Hexen beispielsweise, was wir gemeinsam gespielt haben, was ich dann auch zu einem Ende erstmal geführt habe, was so offen ist, dass man sagen könnte, ey Leute, holt die Charakterbögen raus, ich habe nochmal Bock, irgendwie 4-5 Abende nochmal eine Geschichte mit euch zu spielen. Und vielleicht ist das mit der Zeit, mit der Energie und ja, ist okay. Mann! Einfach so dazu gekommen, dass ich sage für mich, ich mache lieber übersichtliche Abenteuer, wie zum Beispiel das Wir blicken aus dem Meer bei Game of Thrones, ist eine übersichtliche Geschichte, 4 Akte geplant, ne? 4 Teile der Geschichte sind geplant und danach mal gucken, danach ist sie zu Ende oder vielleicht geht sie irgendwann weiter, ne? Das haben so offene Enden halt auch mit sich. Das ist irgendwie angenehmer. Ich hoffe jedenfalls, dass wir ein bisschen epischer nach Hause zurück können als in Lumpen auf einem Floß, insofern, Ja, ja. Nächste Woche aber Montag, ja. Ne? Also dann zu dem Zeitpunkt ist die Folge auch schon raus, weil das hier Video wieder in der Zukunft spielt, ne? Aber wir spielen demnächst wieder live und bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und ich sag mal so, es ist natürlich so, man mag halt Abschlüsse. Und es gibt auch manche Runden, bei denen man definitiv Abschlüsse gerne hätte. So, Entschuldigung. Aber tatsächlich, an der Runde haben wir damals wirklich mit Herzblut. Also ja, viele von den Spielern, die du da ja auch akquiriert hattest, sind ja auch bei dir heute Spieler. Nils haben wir gerade schon erwähnt. Oleg und Nickel sind ja auch bei dir in deinem GOT Magnum Opus drin. Ja, bei der Mauer. Amon und Balthasar. Ja. Insofern. Und vor allem die beiden und ich haben ja eine Gemeinsamkeit, dass wir nicht einsetzen konnten. Du meinst das mit den Schuppen? Genau. Hm. Das Held in Shoulders. Das Held. Held in Shoulders. Helden mit Schultern. Richtig. Okay. Was, überleg gerade, ob ich noch irgendeine Negativsache beim Rollenspiel erlebt habe, aber eigentlich, also das wären jetzt so 2 der prägnantesten Erlebnisse tatsächlich gewesen. Hm. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich wirklich den Neuspielern mit an die Hand gebe. Das ist hier ein Teamspiel. Ja.
Genau. Alle sollen Spaß haben. Vor allem ist es schlimm, wenn der Spielleiter das Main-Character-Syndrom hat. Weil dann wird es wirklich schlimm, weil dann hast du das Problem, dass der Spielleiter eigentlich die Spieler zum Würfelbot degradiert. Das habe ich auch schon mal gehabt. So, eigentlich hast du einen Erzählfilm gehört. Wenn du was gesagt hast, fiel man dir schon so nach Satz 2 ins Mau, ins München. Und dann durftest du irgendwann mal würfeln. Danke dafür. Ja, das hatte ich auch schon mal. Die Geschichte erzähle ich jetzt hier allerdings nicht, weil das ist in einigen Videos schon vorgekommen und ja, erzähle ich dir nochmal privat. Okay. Ja, aber wie du schon sagtest, als Tipp für Neueinsteiger und am Anfang haben wir schon gehört, so verschiedene Charakterkonzepte und wie man sich etwas vorstellen kann oder welche Rollenspiele gut zu empfehlen sind, kommen wir mal auf das Thema Spielabend. Das ist der Name deines Kanals, auf dem du Videos machst, die ich auch immer wieder gerne bei Instagram unterstütze, weil ich die Themen, die du ansprichst, einfach total klasse finde. Es sind, ich sag mal so, ich habe das jetzt so in der Form noch nicht gemacht. Ich werde das auch wahrscheinlich niemals so machen. Ich werde vielleicht bei Leuten erzählen, wie ich spielleite, aber ich finde das, was du machst, total genial. Und deswegen habe ich auch gesagt, komm, Christopher, wir kennen uns. Du machst, ich finde wirklich tolle Sachen auf YouTube. Deswegen will ich, dass du bei das Talk mal reinschaust. Deswegen habe ich dir jetzt hier an den Haaren herbeigezogen. Und du hast dir die Zeit genommen. Das finde ich schön. Und eigentlich machst du ja genau das. Du gibst Tipps an Spieler heraus, die vielleicht mit Rollenspielen noch nicht viele oder gar keine Erfahrung haben. Aber natürlich auch nochmal wieder an Veteranen. So habe ich immer das Gefühl, dass du auch vor allem Veteranenspielern so Tipps gibst, um das Spiel schöner zu machen für alle beteiligten Spieler. Ja, also der Versuch ist tatsächlich, dass ich mir Themen rauspicke, die definitiv jeder frische Spieler und Spielleiter braucht. Ob das nun das Thema ist, wie man den ersten Charakter baut, welche Guidelines man dafür nehmen kann, wie man die Gruppe zusammenbringt bei der ersten Spielrunde, weil seien wir ehrlich, das wirst du mir auch bestätigen können und ich glaube, die Zuschauer auch, die 75. Taverne ist irgendwie, nee, da Irgendwann ist ist das dann Thema die. auf. Ja, da ist dann GOT zum Beispiel wesentlich angenehmer, weil du einfach die Charaktere durch das Haus anders zusammenführen kannst als mit der Taverne. So, deswegen so, wie bringst du eine Gruppe zusammen? Was kann, wie man einen Charakter ausspielen? Dann auch so vier Typen, die du echt am Tisch nicht haben willst. Dass man auch nicht diese Hemmschwelle haben soll, dass man halt nicht glauben sollte, Rollenspiel ist quasi die Vorstufe zur Royal Shakespeare Company, sondern man kann es auch beschreiben und langsam da reinkommen. Ich versuche das tatsächlich als Tipps zu geben, erstmal grundlegend an Einsteiger, damit die halt so ein bisschen auch die Hemmschwellen verlieren. Tatsächlich von einer Zuschauerin kam tatsächlich der Impuls, Empressbeere, falls du es siehst, dass von wegen, ja, die ist auch in einem Brettspielladen und so weiter, aber halt, ja, wie mache ich denn das jetzt hier mit dem Schauspielern? Da hatte sie so ein bisschen Gedanken, das habe ich dann häufiger gehört in der Zeit und dann habe nicht nur von ihr, sondern von anderen. Und dann dachte ich mir, Moment, du brauchst ja nicht logischerweise, dass du Schauspielerin hier bist. Es ist ja nicht quasi Shakespeare für Arme. So, und ich versuche halt darüber, über die Videos, den Leuten den Anreiz zu geben, zu gucken, okay, wo ist, wie macht man das? Wie macht man es erstmal für den Anfang? Wie macht man die Basics? Und wie bei allem, wenn die Basics stimmen, wird es nach oben hin oder in der Komplexität ja nachher auch besser. Deswegen versuche ich halt natürlich auch was für halt die Veteranen mit reinzuweben. Weil, das muss man auch ganz klar sagen, die Generation der D&D-5-Spieler ist eine andere als die, die schon seit Jahren das spielen. Und da kannst du teilweise auch ganz gewaltige Diskrepanzen Ja, wahrnehmen. So auch absolut. durchaus mal Elitarismus bei der alten Garde. Habe ich bei DSA-Spielern ganz oft, die ganz lange, die schon mit DSA 1 angefangen haben, die ganz früh da reingekommen sind, die so aus dem Bereich, wie sagt man das ganz doof, Wirtschaft, Mathe kommen und dann halt wirklich mit Zahlen die ganze Zeit jonglieren und jede Du willst Aktion keine genau Juristen dabei berechnen. haben. Ja. Nee, das ist auch so etwas, dieser Kanal richtet sich jetzt nicht an Kinder, deswegen Regelgeficke finde ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm, was den Spielfluss auch behindern kann. Ne? Im Nachhinein eine Regel zu besprechen, damit man es fürs nächste Mal das weiß, ist vollkommen in Ordnung. Aber in dem Moment, in der Situation, auf eine Regel zu pochen beispielsweise, dass das so ist und dass das vielleicht den Spaß eines anderen Spielern reduziert oder der gesamten Gruppe, das nervt mich. Und deswegen finde ich auch, dass du zum Beispiel sowas wie jetzt, ja, Rollenspiel kann man mit Theater am Tisch vergleichen.
Richtig, aber es ist nicht die aber es ist nicht die Anforderung an den Spieler. Wenn du es herausfinden willst, was es ist, kannst du auch erstmal nur beschreiben, was du tust. Du kannst dir nach und nach überlegen, ob du irgendwie anfängst, die Stimme zu verstellen, ob du irgendwann anfängst, vielleicht auch mit Gestik und Mimik zu arbeiten, was ich ja schon selber gerne mache. Aber das sind meine Erfahrungen, die ich über Jahre gesammelt habe. Jemand, der neu ist, der das sieht, der denkt ja, wie du jetzt schon gerade gesagt hast, der ist vielleicht abgeschreckt von dem Ganzen. Ich sag mal so, du bist jetzt ja nun, damit du nicht gänzlich rot wirst, einer der besten Spieler, die ich nun mal kenne. Danke. Mensch, ne? Ich werde rot, das merke ich gerade. Ich versuche jetzt einfach mal nicht zu sehr zu grinsen. Das sagen wir, na, aufgrund des Trainings, wenn man es lang genug macht. Man sagen wir, von dem Bruder Syriakus. Zu der alten Nagata schalten kann, ist für den Spielleiter, der auch etwas brummigere Charaktere sprechen kann, natürlich kein Problem. Aber mach das mal in der zweiten Runde. Da hätte nachher Cyriakus wie Agatha geklungen. Wenn überhaupt. Oder beide wie eine Quietsche-Ente. Ein Miau. anderer ein Spielleiter, Freund von mir, den kennst du auch, den Monsieur Sombre, der hat zum Beispiel jetzt am Montag einen Charakter gespielt, so eine, diese kleinen Pelzviechis aus der Witcher-Bücher, aus den Witcher-Regeln werden. Ich weiß nicht, wie sie Moment, heißen. Männer. Und er hat die Stimme ein bisschen höher genommen. Er kommt aus dem Schauspiel, wenn du so willst. Also er hat Theater auch gespielt lange Jahre. Und das merkst du daran, dass halt die Stimme dahingehend moduliert ist. Auf einmal er so, oh Junge! Und du dachtest so, ah, Mickey Mouse. You see what you did there? Ich darauf angesprochen, also, ich musste so aufpassen, nicht zu lachen. Das kommt mit der Zeit. Ja. So, und das ist halt da, Bobolax heißen sie nicht, ne? Bobolax, genau. Und das ist halt das Schöne, wenn du halt, ja, es ist fürs Eintauchen in die Geschichte, für die Immersion ist es super, wenn du da das kannst. Gar keine Frage. Aber gerade für Neuspieler, darauf richtet sich mein Kanal erstmal ursprünglich, nimmt ein bisschen die Hemmschwelle runter und es ist so auch ein bisschen der Versuch, für die sagen wir eher D&D 5 Spieler sind, die ja durchaus eine eigene Sphäre darstellen, weil D&D 5 ist momentan the King on the Block. Wir wissen aber auch Ja. beide noch von der Zeit, wo sie bei 3.5 auch King in the Hill waren. Und dann haben sie sich mit 4.0 so hart in den Boden gebrannt, dass für, ich glaube, 2 Jahre Pathfinder global Platz 1 war. 4 war auf dem deutschen Markt ein Fiasko. Da kamen nur die drei Ja. Grundbücher raus, weil es überhaupt nicht angenommen wurde. Ja, und ich habe es mir durchgelesen, das las ich wirklich WoW Roleplaying Game mehr als das WoW Roleplaying Ja. Game. Es hat sich auf seinen Schienen stramm in die Wand gebohrt. Ganz, So. ganz, ganz klar. So. Und ich versuche halt so ein bisschen auch diese Brücke zu machen, dass halt nicht nur es D&D ist. Deswegen versuche ich halt auch durchaus Leuten, es für dieses Thema allgemeingültig zu halten. Da das Video erst jetzt für mich in der Vergangenheit ist, wenn es rauskommt, kommt vielleicht auch nochmal demnächst dann was zum Thema, welche Charaktere könnte man machen, systemunabhängig. So Universalgänger. Ja, obwohl ich demnächst aber ein paar Regelvideos machen wollte, um halt auch mal Leuten Systeme zu erklären. Genau, das wäre jetzt so meine nächste Frage. Was hast du jetzt noch so geplant? Du wolltest Regelvideos machen. Zu was für System? Aborea, weil es einfach das, jetzt muss man auch mal ganz klar sagen, für Einsteiger kosteneffizienteste Einsteigersystem ist. Für einen Zwani hast du die volle Box. Und kannst damit Stunden, Wochen, Monate, Jahre, wenn du willst, spielen, theoretisch. Das reicht. Richtig. Wohingegen D&D, sagen wir ehrlich, du brauchst mindestens 2 Bücher und dann bist du schon um Huni los. Ja. Ich Ja. werde mir auch D&D vermutlich mal greifen. Tatsächlich Star Trek, Dune, also das 2W20-System von Modiphius wird irgendwann kommen, zumindest die Intention. Und ich denke auch mal, dass ich mal meine Nase in Hexen reinhalten werde. Und ja, vielleicht irgendwann, wenn du mir sagst, dass ich es darf, werde ich mal so ein, zwei Sachen schon gerne machen. Also, ob ich da, ob du darfst, mach ruhig. Das ist, ich mache meine Regelvideos einfach weiter und vielleicht sagt der eine, oh, der kann das besser erklären oder der kann das besser erklären oder warum erklären sie es nicht zusammen? Das könnte man ja Können auch wir auch mal machen. machen, eigentlich theoretisch. Stimmt. Und ja, mach. Also ich finde es super für die Leute auf jeden Fall, die sich Aborea, Game of Thrones, Hexen, ähnliches und vielleicht auch die W20-Systeme von Modiphius anschauen wollen mit Star Trek und Dune. Nur zu Die haben ja auch noch empfehlen. Skyrim und Dishonored
Also, ich muss zugeben, was ich an Modiphius immer toll finde, ist, dass du halt einfach dieses, du kannst das Buch da bestellen und du kriegst das PDF auch laufend geupdatet, immer wieder als Download-Link. Das finde ich halt super. Ja. Und auch wenn man jetzt mit dem Schriftbild von Star Trek sicherlich hadern will, bei Dune dieser Art Deco-Stil ist ein Träumchen. Ja, also das ist auch etwas, wo ich wirklich sagen, dann kann, da breche ich eine Lanze wieder für das System. Das Buch ist einfach so wunderschön. Die Illustrationen passen, jede Darstellung in den Seiten, die Aufteilung der Texte, es ist einfach wunderbar zu lesen. Wie gesagt, bei mir kommt dann immer der Knoten, wenn die Regeln kommen. Und dann denke ich so, hä? Ja, genau, das ist so 2W20, kannst dann Punkte ausgeben, irgendwie Momentum und kriegst dann plus noch ein W20 und noch ein W20. Und wenn der auch dann passt, dann hast du noch einen Erfolgskreis. Also es ist. Dafür bin ich zum Beispiel so bei Witcher, wo ich mir denke, wie tue ich das denn jetzt? Ich erinnere da jetzt daran, dass du letztens uns quasi mit deinem Tipp ein bisschen die Witcher-Runde nochmal supportet hast, weil halt einfach zieht man die Rüstung erst ab oder so. Da finde ich dann Witcher ein bisschen zu komplex und zu diversifiziert. Da brauche ich dann teilweise mal so ein, wie geht denn das jetzt? Gucken wir doch mal schnell, wo hat Flo da ein Video? Ich brauche hier mal Hilfe. Ja, bei Witcher sage ich ja, das sage ich auch bei den Videos ganz oft. Es ist ein super schönes Rollenspiel, das vieles richtig macht und viele gute Ansätze hat, aber manche Sachen nicht zu Ende gedacht hat. Bei den Beschreibungen zum Beispiel für bestimmte Regelaspekte fehlt dann so dieser abschließende Satz, der dann das eigentlich auf den Punkt bringt. Und das wird im Regelwerk halt irgendwie ein bisschen schwammig erklärt, wie da die Abfolge mit dem Schaden ist. Und deswegen habe ich mal geguckt, okay, es macht nur Sinn, wenn man das so rechnet. Plus den Modifikator, dann Rüstung und dann Trefferzone. Weil sonst ist fast jeder Schlag irgendwo tödlich. Das hatten wir tatsächlich am Montag auch als Thema gehabt. Insofern, das wurde von unserem Spielleiter dann auch entsprechend implementiert. Sonst würde, und das ist ja ein Regelaspekt bei Witcher, du hast ja die Möglichkeit zu sagen, ich mache einen schnellen Angriff, dann darfst du zweimal zuschlagen. Oder du machst einen harten Angriff, der macht doppelten Schaden. Jeder würde nur noch den harten Schlag anwenden. Jeder würde einfach nur mit voller Wacht auf den Gegner einwemsen. Weil wenn die Rüstung dann am Ende erst abgerechnet wird, dann ist der Schaden so hoch, dass meistens der Charakter dann stirbt. Ja, das ist richtig. Dann noch ein Kopftreffer, dann ist es doppelter Schaden mal 3. Also das ist so. Stell dir mal vor, du würfelst 15, 30 mal 3, 90 Punkte Schaden, jetzt ziehst du da 30 Rüstung ab, hat 60, ist tot. Tatsächlich, da ich ja, wenn man mal in die Tiefen deines Kanals guckt, diesen Darian ja damals gebaut habe, den habe ich ja für die Runde genommen, weil den wollte ich mal ausführen, der musste mal Gassi. Ja, mit dem habe ich in den Runden angefangen, dass ich sehr gezielt Kopf angezielt habe mit einem harten Schlag. So, und wir haben eine Zwergenkriegerin dabei, die mit der Axt einfach aus den Räubern Häckselfleisch macht. Das war nicht mehr schön. Der Zwischenbossgegner wurde einfach von ihr clean enthauptet in Angriffsrunde 1. Wenn du es knackig haben willst für die Spieler, dann nutzt man Regeln für Zusammenrotten. So 3 Leute um einen herum hast du dauerhaft Malus zum Beispiel von 2 auf alles theoretisch. Solche Sachen. Aber das ist so Tiefen, die kann man bei mir auf dem Kanal sich angucken und vielleicht auch mal in irgendwelchen Let's Plays. Ne? Das brauchen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen. Ich muss jetzt gerade auch mal auf die Tic-Tac gucken. Ja, mein Lieber, wir sind schon über eine Stunde. Ich würde jetzt Jesus. versuchen, einen runden Abschluss draus zu machen und sagen, Leute, das war Christopher vom Kanal Spielabend. Wir haben mal wirklich querbeet über alles eigentlich geredet, was uns interessiert. Das hat man auch höchstwahrscheinlich gemerkt, dass hier eine alte Freundschaft hintersteht. Ich vermute es auch. Und nicht nur alte Männer, also sowohl als auch. Aber schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei. Der Link zu seinem Kanal sowie zu seinem Instagram-Account ist unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall mit drinne. Und wenn euch solche Sachen interessieren wie Aboria, wie demnächst D&D auf seinem Kanal oder allgemein so Tipps, wie man so das Spiel und das Miteinander fördern kann, dann schaut mal bei ihm rein. Das findet ihr bei mir nämlich nicht. Bei mir geht es nicht um Miteinander. Hier geht es um knallharte Regeln. Noch. Und Game of Thrones. Das ist knallhart. Das stimmt. Von daher, Vielen lieben Dank. ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast an dieser Stelle. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen lieben Dank und ja, dann sage ich mal, viel Spaß beim Spielen euch und viel Spaß auf Flo's Kanal weiterhin. Und schaut gerne bei mir mal vorbei. Genau. Bis Also bis dann. dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ah, Moment. Eine abschließende Sache, dann sagen wir nochmal Tschüss. Okay. Wir werden ja demnächst noch ein paar andere Projekte haben und Leute, ich kann euch versichern, dieser Mann, der da,
Der wird öfter hier jetzt auch zu hören sein und zu sehen sein, denn ich habe noch einige Anschläge auf ihn vor, von denen er selber noch gar nichts weiß. Und das wird er auch Das nach wird aber diesem. kein Zinnmoment, oder? Nein, 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 nein. Ich dachte an Zeppeline. Über dem offenen Meer. Auch da schaffe ich es noch, mich An die rauszuwürfeln. Küste zu kommen. Ne? Ich weiß nicht, kennst du die Serie Rise by Wolves? Da gibt es einen Ozean aus Säure. Ich glaube nicht. Aber wir werden sehen. Okay. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.